So, aber jetzt möchten wir euch erstmal informieren über das, was hier so an Rüstungsfabriken ihre Büros betreibt. Ja, hallo auch von mir. Gleich links hier das rote Backsteingebäude ist ein Gebäude von den Lobbyisten und Waffenproduzenten EADS, Europas größter Luft- und Raumfahrtkonzern, die European Aeronautic Defense and Space Company, hat seine Berliner Geschäftsstelle in Kollhoff Tower. Seine Militärsparte setzte 2012 11,6 Milliarden Euro um. Damit ist EADS Europas zweitgrößter Rüstungskonzern und der siebtgrößte weltweit. EADS stellt die Eurofighter und Lenkflugkörper her. EADS hat 600 Marschflugkörper Taurus für die Eurofighter geliefert. Mit Taurus kann aus 350 Kilometer Entfernung noch 4 Meter dicker Beton durchschlagen werden. Die Tochterfirma Eurocopter stellt Kampfhubschrauber Tiger und Transporthubschrauber NH90 her. Sie bilden das Rückgrat der neuen Division Schnelle Kräfte. Bei Airbus Military entstehen die neuen Kampfzonentransporter A400M für den weltweiten Lufttransport von Infanteriesoldaten und ihrem Gerät. Darüber hinaus rüstet EADS die Bundeswehr mit 5 Großdrohnen, die Eurohawks heißen, zu Europas führender Nation für die weltweite Spionage aus der Luft auf. Mit Rheinmetall zusammen entwickelt EADS die Kampfdrohne Talarion, die schon ab 2016 für die Bundeswehr töten konnte. EADS ist für die Ausrüstung zur weltweiten Angriffsfähigkeit der deutschen Luftwaffe und des deutschen Heeres von zentraler Bedeutung.